Sehr geehrter Dr. Klukas, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Partner dieses Portals, vielen Dank, dass Sie gerade noch mal Ihre Gespräche unterbrochen haben, um einige Minuten auch zu lauschen. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, weil ich glaube, dieses Projekt, was Sie heute gemeinsam hier, wie man so schön sagt, ich soll es ja dann noch mal durch den Knopfdruck in der Tat dann in Kraft setzen, glaube ich, etwas sehr Wichtiges ist, was der Freistaat Sachsen braucht. Wir haben ja dieses Jahr, das wissen Sie ja, drei Jubiläen. 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland oder 60 Jahre Grundgesetz, 20 Jahre friedliche Revolution und wenn Sie so wollen, 20 Jahre Internet in Deutschland. Nämlich ist es ungefähr 20 Jahre her, nicht ungefähr, dieses Jahr ist es 20 Jahre her, dass in Karlsruhe die ersten deutschen Computer ans World Wide Web angeschlossen worden sind. Damals zugegebenermaßen wahrscheinlich etwas für Spezialisten oder für ausgesuchte Experten und nicht für die Breite. Wenn ich mich und meinen Lebensraum jetzt umgebe, dann muss ich Ihnen eingestehen, ich hatte die letzte Woche einen Festplattenabsturz und es gab nichts Fürchterliches oder Fürchterlicheres, als dass mein Computer nicht funktionierte, weil die Rechnungen, die gingen trotzdem kontinuierlich ein und mussten bezahlt werden. Und der Gang zur Bank ist mir zumindest in den Öffnungszeiten der Banken nicht so einfach möglich. Sie sehen ja, ich komme ja auch zu Ihnen erst nach Feierabend. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, dass damit ich deutlich machen wollte, dass das World Wide Web oder das Internet heute etwas ist, wo man ja sagt, das Web 2.0, damit kann man heute alle gesellschaftlichen Prozesse abbilden. Man kann es auf alle gesellschaftlichen Prozesse individuell zuschneiden. Nun ist es ja so, dass die Stellenanzeigen in den Zeitungen nach wie vor ja noch vorhanden sind, aber glaube ich, jedes innovative Unternehmen beziehungsweise Unternehmen, die auch eine bestimmte Klientel von jungen Menschen oder auch von Fachleuten ansprechen wollen, sich ganz bewusst im Internet präsentieren. Das heißt, wir sprechen da eigentlich nicht mehr von klassischen Stellenanzeigen, wenn man Mitarbeiter sucht, sondern man versucht auch da mehrere Komponenten zum Ausdruck zu bringen. Dass einerseits sich das Unternehmen einfach im Internet präsentiert, indem es ja sich da darstellt und gleichzeitig sagt, ich bin bereit zu wachsen oder ich will wachsen und deswegen suche ich Leute. Das heißt, eine klassische Stellenanzeige unterscheidet sich von der im Internet durchaus, dass ich also dieses Netz nutzen kann, dieses Medium nutzen kann, um für mein Unternehmen neben der Suche nach Fachleuten auch Werbung für das eigene Unternehmen, aber auch Aussagen treffen kann, nämlich Aussagen von Stärke meines Unternehmens, aber gleichzeitig auch von Perspektive meines Unternehmens, sonst würde ich ja nicht neue Leute einstellen wollen. Als ich jetzt 17 Unternehmen hier bei IT Sachs zusammengeschlossen haben, dass sie 1600 Mitarbeiter jetzt schon in ihrem Netz miteinander vereinbaren, das ist ein erster und durchaus auch im sächsischen Arbeitsmarkt durchaus spürbarer, das ist ein großes mittelständisches Unternehmen, spürbarer Erfolg. Und ich habe ja zumindest in Vorbereitung des heutigen Abends erfahren, dass Sie ja noch im Jahr 2009 entgegen manch einem anderen Trend 250 weitere Mitarbeiter suchen bzw. auch zu beabsichtigen einzustellen. Das finde ich ist auch der Erwähnung wert. Aber was dabei auch der Erwähnung wert ist, ist, dass Sie sich jetzt einer neuen Herausforderung stellen müssen. Also IT Sachs wird ja auch dazu dienen, den Kampf um die Köpfe, der ja mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch in den neuen Bundesländern, insbesondere auch in Sachsen stattfindet, für sich entscheidend beeinflussen zu können. Denn eins ist klar, die Geburtenzahlen sind nicht nur niedrig, sondern die Absolventenzahlen auch der Schulen sind dann also logischerweise etwas geringer. Das heißt, und neben der öffentlichen Hand suchen auch andere Unternehmen Mitarbeiter für die Zukunft. Und deswegen wird es für Sie auch eine Plattform sein, um, ich sagte erst von Werben, sprach ich ja auch, junge Leute für sich zu begeistern, die Attraktivität des eigenen Unternehmens darzustellen und damit letztendlich auch eine Aussage für die Zukunft zu machen. Umgekehrt oder andererseits haben wir es ja so, dass wir Fachleute haben,
die 1990 urplötzlich ohne Job oder ohne Perspektive dastanden und die jetzt weg sind, weit weg sind, in anderen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland oder sogar außerhalb der Grenzen Deutschlands. Und die wieder zurückzuholen, die wieder für die Heimkehr nach Sachsen zu begeistern, da ist es, glaube ich, das gängigste Medium, dass man mit dem Internet genau diese Menschen erreichen kann, beziehungsweise ihnen darstellen kann und in der Kommunikation auch mit ihnen dann letztendlich auch beweisen kann, dass sich mittlerweile auch hier Perspektiven aufgetan haben, die durchaus eine Rückkehr und damit letztendlich den Gewinn der Fachkraft miteinander in Verbindung bringen und damit auch sowohl dem Unternehmen helfen, aber auch den Menschen wieder die Arbeit in der Heimat ermöglichen. Also ich will es verkürzt sagen, ich bin sehr froh, dass Sie diese Idee letztendlich nicht nur entwickelt haben, sondern dass Sie sie in die Praxis umgesetzt haben. Und damit liefern Sie ja auch einen Beitrag zu dem, was ich einmal so formuliert habe, dass ich gesagt habe, Sachsen soll kein Weggehland sein, sondern Sachsen soll ein Hingehland sein. Das heißt also, die Menschen sollen aufgrund der Attraktivität, die Sie hier auch mit Ihren Unternehmen repräsentieren, die Sucht nach Sachsen bekommen. Und ich habe das in der Neujahrsansprache noch etwas prosaischer ausgedrückt. Ich habe da gesagt, ich hoffe, dass für viele Fachleute, für Fachkräfte, Ingenieure, für Tüftler, für Internetspezialisten Sachsen das Traumziel ihres Lebens wird. Und wenn IT Sachs dazu etwas beitragen kann, dann wäre es sicherlich nicht nur wünschenswert, sondern ich glaube im gemeinsamen Interesse, sowohl in Ihrem Interesse der Unternehmen, die sich daran beteiligen, aber natürlich auch im Interesse der Politik. Nun ist das erfreulicherweise eine private Initiative. Also nichts von uns, wie man so schon sagt, angestupst oder selbst vorgehalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie damit automatisch kreativer sind. Das ist im Wettbewerb zu beweisen. Aber ich glaube, dass auch daraus letztendlich etwas ganz anderes heraus zu interpretieren ist. Und das, glaube ich, ist bemerkenswert, dass wir ein Stadium auch in Sachsen erreicht haben, wo wir davon wirklich mit tiefer Überzeugung sprechen, dass wir eine Bürgergesellschaft mittlerweile auch in Sachsen haben, die sich mit anderen Teilen der Welt mitmessen kann, die letztendlich auch die Eigenverantwortung übernimmt und sich nicht darauf verlässt, dass es jemand anderes tun wird. Ich will nicht sagen, dass sie das je gemacht haben, aber in der gegenwärtigen Diskussion, in der jetzigen Zeit, gibt es viele, die Politik vor 2, 3, 4 Monaten noch dafür gerügt haben, dass sie sich gelegentlich um Unternehmen kümmert. Jetzt sind das genau die gleichen, die im Prinzip die Politik auffordern, ihren Unternehmen zu helfen. Deswegen bin ich froh, dass Sie sich selbst helfen und dafür meinen herzlichen Dank. Also, ich will es ganz deutlich sagen, das, was wir hier sehen, glaube ich zumindest für diejenigen, die sich in dem Metier auskennen, ist etwas, und da war ich war ja gerade beim VDI, also beim Verein der Deutschen Ingenieure, und habe da also zum Neujahrsempfang gesprochen. Ich habe gesagt, ein Ingenieur, der ich ja selbst bin, kennt an und für sich das Problem so lange, bis er keine Lösung hat. Und dann ist es ja schon eine Lösung. Und das, was Sie gemacht haben, ist an und für sich naheliegend. Das muss bloß jemand machen. Und das ist gelegentlich auch das, was Sachsen gerade auszeichnet, dass wir nicht das machen, was jeder macht, sondern dass wir das machen, wo wir, wie man so schön sagt, und da bin ich jetzt hoffentlich froh, wenn viele das noch verstehen, die Tugend der Sachsen wirklich so zum Ausdruck kommt, was uns eigentlich stark macht. Das ist, dass wir Sachsen Fische Land sind. Wir wissen, dass wir nicht das machen müssen, was alle anderen tun, sondern dass wir das tun, was wir für richtig halten. Und das ist gelegentlich das, was Professor Biedenkopf, aber Georg Milbert, meine beiden Vorgänger, dann als den sächsischen Weg bezeichnet haben. Und IT Sachs ist zumindest ein Teil des erfolgreichen sächsischen Weges. Dazu mein herzlichen Dank. Und jetzt nochmal den letzten Satz. Herr Dr. Klukas, soll ich allein oder machen wir das zu zweit? Okay, dann wollen wir das zusammen tun. Wollen wir...
IT Sachsen in Betrieb setzen.